Im weitverzweigten Mercedes-Programm ist die C-Klasse so etwas wie der Allrounder. Deshalb muss sie in diesem Kapitel ihre Alltagseigenschaften nachweisen. Und bei den Familieneigenschaften sieht sie schon mal gar nicht so schlecht aus. Beim Einstieg nach hinten gibt es zwar nicht gerade ungeheuer viel Platz für die Füße, aber die Sitzqualität als solche ist sehr ordentlich und Raum rundum existiert auch genug. Der Radstand misst immerhin 2,72 Meter. Im Zubehörprogramm führt die Marke verschiedene Kindersitze. Sitzkissenerhöhungen gibt es ab Werk. Wenn man eine spezielle Mercedes-Babyschale auf dem Beifahrersitz montiert, dann schaltet sich über den Transponder auch gleich der Airbag ab. Ein wirksamer Einklemmschutz für die Fensterheber ist Serie. Für die Isofix-Bügel, mit denen man moderne Kindersitze schnell und sicher befestigen kann, verlangt Mercedes-Benz allerdings weiterhin Aufpreis. Die C-Klasse ist ein ausgewachsenes Auto. Dennoch wirkt sie im Stadtverkehr subjektiv recht agil. Positiv sind die recht gute Übersicht und der gediegene Abrollkomfort. Beim Spurwechsel hilft die sogenannte Komfort-Blinkfunktion. Einmal am Tippen des Hebels bedeutet dreimal blinken. Dabei leuchten auch gleich die Spiegel mit. Zum genauen Rangieren gibt es eine aufwendige Einparkhilfe als Extra. Leisten schützen die Karosserie gegen kleine Rempler. Die per Schalter abklappbaren Vornkopfstützen halten den Blick im Innenspiegel frei. Die Scheibenwischer bestreichen ein ungewöhnlich großes Feld. Ein bewährtes Mercedes-Extra ist die Standheizung. Im Winter leistet sie gute Dienste.